Unter dem Motto „Für Sex habe ich Zeit, für Liebe nicht“ präsentierte Birgit Moser-Kadlak in der Salaterena in Mödling ihre Neuerscheinung. Aus dem Buch lasen Barbara Kaudelka und Serge Falk. Wie kommt man dazu, dass man mir eine knappe Stunde vor dem vereinbarten Dreh absagt? Naja, ich meine, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Ich bin eine gestandene Frau, die man nicht einfach so mir nix, dir nix auf die lange Bank schiebt. Soll ich ihn anrufen, Mailbox vollquatschen, ruhig bleiben, Szene machen? Ja, ich kann einfach nicht anders, als etwas zu unternehmen. Ich bin leider ein Hitzkopf, eine emotionale, tickende Zeitbombe. Für Sex habe ich Zeit, für Liebe nicht. Das ist jetzt ein Titel, der aus dem Leben gegriffen ist oder eine Idee einfach geworden ist und dann einfach zu Buch gekommen ist. Ich glaube, eine Mischung. Also ich selber habe ich das natürlich auch erlebt. Mir ist es wirklich so gegangen, dass ich mit 30 plötzlich Single war. Und ich kam aus einer langen Beziehung und es war dieses Gefühl so, Gott, ich muss jetzt von vorne anfangen. Und ich habe auch einen sehr großen Mädchenfreundeskreis, denen das auch so ergangen ist. Also es ist jetzt kein Thema, das völlig aus der Welt gegriffen ist. Und da kommt schon ein bisschen auf der Suche nach dem Märchenprinzen, kommt dann schon auch auf dieses, lass uns einfach gut sein, haben wir einfach nur Sex. Und die Liebe, die gibt es eh nicht. Dafür habe ich auch gar keine Zeit, mich da jetzt damit auseinanderzusetzen. Großartige Geschichte, wo sich jedenfalls jeder, der mal jung war und auf Singlebörsen war, reinversetzen kann. Ich kann das auch. Nach kurzer Beratung und rechtlich top abgesichert, entscheide ich mich für einen süßen Racheakt. Denn ja, man glaubt es kaum, aber es ist nicht verboten, ein Auto mit Nutella einzureiben oder dem Fahrraduntersatz eine Schlafobersgarnitur zu verpassen. Das hinterlässt keine nachhaltigen Schäden. Es ist damit tatsächlich eine Art Kavaliersdelikt, aber es pickt wie Sau. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wir arbeiten oft zusammen, wir drehen zusammen, wir werden auch im Sommer Theater spielen, nicht in Niederösterreich, aber im Burgenland. Und dann treffen wir uns einmal und dann gesagt, pass auf, das sind die Striche, das machst du, das mache ich und dann geht es schon. Mit einem tollen Kollegen wie dem Serge ist sowieso einmal nicht schwer, und wenn man sich gut kennt, wenn man sich gut versteht und eigentlich immer gut zusammenarbeitet, dann ist das echt keine Hexerei. Großartige Schauspieler, Schauspielerin. Es war irrsinnig lustig, wobei auch der Text als solches gut zu lesen ist. Aber der Vortrag macht es natürlich noch toller. Die Botschaft ist schlussendlich jetzt was? Die Botschaft ist, also wenn man das Buch dann gelesen hat, ist es so ein bisschen, dass es den Mr. Right nicht gibt. Ich habe meinen persönlichen Hofnarren, wie ich ihn immer nenne, gefunden. Und ich glaube, man muss einfach Abstriche auf der Checkliste machen. Das geht einfach nicht, dass ein Mann alles erfüllen kann, und dann lebt man leichter, spannender und lustiger.